So. Und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir sind hier stehen geblieben, wo ich gestorben bin. Und ja. Epische, längere Videos sind auch episch genug. So würde ich das jetzt mal sagen. Wir sind schon wieder. Wow, verbackte Viecher. Das war jetzt verbackt. Ich weiß nicht, warum das war. Ich muss mal farbig ein bisschen laut stellen. So, wir sind ja jetzt im Entschuldigung. Wir sind ja jetzt im Griechenland. Ah, da gibt es wohl die einzige Lösung, irgendwie darunter zu springen, oder? Ja. Okay, ich hab. Wow. Ich habe das Teil dort aktiviert. Wofür, das verstehe ich jetzt auch nicht. Aber ist egal. Hauptsache, ich kann da bestimmt das Licht dann ran. Das sind Kisten. Warum sind da Kisten? Na, ist egal. So. Wow. Das damit. Hoch mit dir. Also jemand sich. Das ist ja ein leerer Raum. Man kann ja sagen. So. Ist frei. Und schon wieder zwei Fledermäuse gekillt. Okay, Hepapitos könnten wir jetzt hingehen oder zu den. Ist ja nicht tief. Oder zu den anderen. Die einzige Lösung ist da irgendwie rüber zu springen. Ja. Funktioniert sogar. Leck mich. Leck mich einfach. Das war dämlich. Das war zu dämlich. Also ich schätze mal, hier werde ich mehrmals sterben. Wie komme ich denn da bitte schön hin? Ah. Okay, ich verstehe. Frage ist ja, wie dahin ohne zu sterben? Geht das nicht? Ich hätte wohl das Teil da dran gelassen, aber ist egal. Ah, jetzt. Wahrscheinlich habe ich das ja nicht gemerkt, dass ich da rüber springen muss.
Ich glaube, hier muss ich ducken. Ah. Alter! Okay, dann gehen wir mal rein. Mal sehen, was mich hier so. Wow! Was ist da passiert? Was ist denn das? Ich höre so ein Brummen irgendwie. Ist das. Oh ne. Ist das der Gott? Okay, es hat funktioniert. Aber ich frage mich, wo geht's da lang überhaupt? Oh ne. Ne, da geht's zurück. Da geht's zurück. Dann gehen wir mal hier lang. Ah, okay, das ist ein zeitbasierendes Ding. Nicht dein Ernst! Alter! Fuck! Jetzt schon! Was ist hier dieser Gott des Blitzes, schätze ich mal. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da muss ich gucken, wo hier. Boah, fuck! Alter! Ah, fuck! Scheiße! Au! Ja, leck mich doch! Au! Ah, das macht der Herzschläger, Alter! Aua! Aber ich glaube, ich muss ein großes Medi. Alter! Da leckt mir die Eier, Alter. Wie soll ich da. Boah! Alter! Aua! Mach doch nie so einen Scheiß! Okay, die Trophäe kriege ich nicht mehr. Ah, oh, Mann, ey! So zum Kotzen, Alter. Wer hat das da auch überhaupt hingemacht? Netter Hammer. Es ist dieser Gott des Schmiedens. In der griechischen Mythologie. Man sagt dazu, dass dieser Typ, warte mal, ob das. Ach, hier ist das Qualipex hier. Die Statuen sehen marode aus. Wenn du meinst, dass die marode aussehen. Ja, die Dinger kann man hier bewegen. Ich weiß nicht, ob wir. Das irgendwie, boah, ey, das ist ganz schön krass, ey. Wie soll man das da. Ich habe null Ahnung. Also, jedenfalls. Ich werde das mal offscreen nochmal versuchen hier. Boah, fuck, Alter. Das ist ein dämliches Ding da drum, ey. Thank you.
das jetzt bedeuten? Muss ich den bestimmt so in die Mitte drehen? Ich glaube schon, oder? Skulpturen. Da muss auch irgendwie geradeaus gucken, oder? Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt bitte schon da hoch? Da ist der Schlüssel. Wow! Okay. Warte mal. Oh, drüber! Oh, die Munition nehme ich mal mit. Weil da hinten ist ein großes. Ein großer Medipack. Das war gerade auch eine komplizierte Lösung eher mit diesem Hammer. Aber man kann sagen, das sieht so aus, als ob das der Hammer vom Tor gemacht wurde. Oh, jetzt habe ich das Ding kaputt gemacht. Wir müssen alle mit dich gucken, ne? Okay. Soll ich das nochmal drücken oder was? What the fuck? Alter! Geil! Haha! Das hat jetzt gerockt! Schlüssel von Hippaitos. Null Ahnung, was ist das? Aber ich möchte nochmal. Das große Medipack mal mitnehmen. Ah, das war mein Fehler. Okay, diesmal überwunden. Haha, was sagst du nun? Gefährlich, ey, wie soll ich denn da durchkommen? Das ist ja voll gemein gefährlich, ja. Boah, was war denn das jetzt, bitteschön? Lösung, dass ich da irgendwie durch kann, ohne dabei diese Falle irgendwie. Nö. Das ist nur bloß der Tod. Es ist wirklich der Tod. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Hilfe?
will da hoch und nicht hier sterben. Hallo? Hallo, geht's noch? Ich sollte weitergehen. Ja, das sollte ich auch. Aber wie sollen wir hier weitergehen, wenn das hier die Todeszone ist? Ah, okay. Okay, du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Ja, dafür kann ich leider die Trophäen nicht bekommen. Da muss ich das dann wohl nochmal von vorne machen. Okay, wo könnte ich denn jetzt als nächstes hin? Könnten wir mal hochgehen und versuchen nochmal. Boah, Mann, wo gehe ich denn hin? Hä? Zeigt das mir an, dass ich da lang muss oder was? Das ist Atlas. Das war der Schalter von Hippalos. Ich muss ihn auch mal hin. Der ist aktiviert worden. Ach ja, muss ich wohl ganz runter oder was? Aber Atlas ist nie aktiviert worden, das verstehe ich nicht. Ach, da unten. Da muss ich runter. Zum Poseidon oder was? Poseidon steht da drauf. Oh mein Gott. Das wird da was. Okay, dann gehen wir mal hier ganz tief. Springen wir mal hier rüber. Ah, okay, da unten sind die Schalter, das weiß ich. Also hoch und dann. Hier rüber. Okay, diese Position, die finde ich auch okay. Okay, Poseidon. Na gut, dann gehen wir mal zum Poseidon. Ah, dieselbe Scheiße, oder? Das wird gleich kaputt gehen. Mal wetten? Ah, okay. Ja, das. Da habe ich eine Idee. Okay. Das ist wie das beim anderen. Müssen wir erstmal warten, bis die Zeit runter ist. Eins, zwei, drei. Nein! Das war zu spät. Vierer. Okay, muss ich mir merken. Gut gekonnt. Oh. Ratten. Was machen Ratten hier in dem Spiel? Okay, das ist also der Poseidon. Der Gott des Wassers. Und ja. Was findet man hier überhaupt? Wasser. Nur Wasser. Okay. Ist hinter mir was? Nein.
Okay, das ist also der Poseidon. Das ist mal interessant, weil der Herrscher des Wassers und im, sagen wir mal, im hier in dem Poseidon-Dings müssen wir das Wasser entleeren oder voll machen. Es ist ein bisschen schwierig, weil man sagt hier, ja, wie kommt man da hoch und wie sinkt man das Wasser überhaupt? Das ist ein bisschen schwierig. So, dann aktivieren wir mal hier den Schalter. Ah, ein Siegfried habe ich gerade aktiviert, okay. Ah. Hier ist ein Siegfried, okay. Wieder so ein Relikt, okay. Die Frage ist, wie... Ah, da ist ein Stein, wie ich so sehe. Aha, verstehe, also Wasser steigt, Wasser sinkt. Das alte Rätsel. Jedenfalls werde ich... Ach, leck mich. Wie soll ich da rüberspringen? Bruder? Wenigstens liegt hier ein bisschen Munition. Man sagt ja, Wasser steigt ans Ungemessene. Wow. Nochmal duschen wollte ich nicht. Guck mal, ich könnte jetzt den Schalter hier aktivieren. Mal sehen, was der zwingt. Runter. Ah, 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 ha, 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 ha. Ah, verstehe. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Erstmal hier raus und das Wasser sinken lassen. Hallo. Jetzt. Eine Fresse, ey. Oh. Wasser ist zwar jetzt gesunken. Oh. Aber wo ist das los? Da muss ich das nochmal sinken lassen. Wenn ich das Wasser jetzt richtig runter sink. Ah, da ist es. Okay. So sieht das aus, wenn kein Wasser ist. Und die Frage ist, wie komme ich da bitte schon runter, ohne dabei zu sterben? Es gibt immer eine Lösung. Ja, die erste Lösung ist runterfallen. Ich glaube, das müsste funktionieren. Boah, krass, Alter, wie komme ich denn jetzt da bitte schon hoch? Macht's
Überall blub, blub, trop, trop. Weil trop, trop. Es tropft. Jemand hat das Wasser abgestellt. Nee, das war ein Scherz, was ich jetzt sagen wollte, aber ist egal. Oh. Jo, hoch, meine Herr. Meine Dame. Ich weiß nicht. Warte mal, wo ist es denn? Okay, da. Ich glaube, das tue ich mal absetzen. So. Hallo, Floß. Muss ich das normal machen? Ich schätze schon, oder? Ja, dann komme ich aber da nicht mal ran. Naja, dann versuchen wir mal unser Glück. Springen wir mal da hoch. Ich weiß nicht. Oder? Ja, warte mal. Dann muss ich das hier nochmal benutzen. Ah. Mal hier hinter. Ich glaube, wir müssen das Floß hier an der Seite hinbringen. Oh. Lass uns eine Runde baden, Baby. Schätze ich mal. Wie ich es vermutet habe, das hat was mit dem Floß zu tun. So, wir müssen es hier zwischen den beiden Säulen hinbringen. Also deswegen habe ich wahrscheinlich das ein bisschen. Noch ein bisschen. Stopp. Okay. Beste Funktion. Zwischen den beiden Säulen, oder? Ja, probieren. Probieren geht über Studieren. Bevor ich hier. Ja, okay. So. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ins Wasser doch nicht. Da rüber. Genau. Ah, jetzt kommt schon wieder diese beschissene Arschpose. So. Wir haben den Schlüssel vom Poseidon bekommen. Damit benutzen wir mal den Schalter. Alles klar. Oh, und damit ist hier das abgeschlossen. So. Dann machen wir wieder den normalen Wasserpegelstand und runter. Wo lang? Hier lang. Ah. Und runter. Also das war auch irgendwie ne, das war eigentlich eins der einfachsten Rätsel, die ich jemals gesehen habe. Geht's raus hier? Okay. Also das ist der einfachste Rätsel, den ich jemals kennengelernt habe. Okay, muss ich wieder viermal machen. So. Eins. Vier. Ah. So, damit ist das
erledigt. Die Frage ist, wie öffne ich jetzt die anderen beiden? Ach, da sind ja auch noch andere Schalter, wie ich so sehe. Das ist der andere Schalter. Wer ist Damo? Damoklias. Da müssen wir jetzt nächstes hin wahrscheinlich. Und Atlas ist dann ganz oben. Die Frage ist, wie kommen wir danach nach Atlas, wenn wir schon beim Poseidon und beim anderen dann schon waren? Ich weiß nicht, Atlas, ist das der Gott der Lüfte oder so? Ich weiß es nicht mehr. Da ist noch ein Schalter. Okay, hier kann ich mich fallen lassen. Hoffentlich kommt jetzt erstmal kein Biest oder sowas hier. Gehen wir mal hier den Schalter. Ah! Ich verstehe, das war der Schalter von Atlas. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt da wieder hoch, wenn. Okay, hier sind vier Schlüssel. Und ich sehe gerade, ich überstreiche die Zeit. Oh Gottes Willen, Hilfe. Nein, das ist zu hoch. Ja,